Rütli-Verein ist eine Vereinigung von Handwerkern, ursprünglich vor allem Handwerksgesellen, also Angestellte von Handwerksmeistern, von Gewerblern, wie man heute würde sagen. Und es waren häufig Zuzogene gewesen. Also Handwerker, die mit der Entwicklung der Industrie in die industriellen Zentren gezogen sind und sich dort davon organisieren. Mit ihren Meistern zusammen waren sie hier im gleichen Verein gewesen. Also Grütli heisst das gleiche wie Rütli. Damals einfach, hat man beide Versionen gebraucht, aber meistens hat man eben vom Grütli geredet. Einfach eine Vorsilbe dazu, die Reute. Und Rütli, das ist ja ein gerodetes Gebiet, oder? Eine Reute, wo man den Wald gerodet hat, dass es eine Wiese gibt. Der nimmt Bezug auf den Mythos, oder, von dem Rütli-Schwur, auf die Sage vom Rütli-Schwur, wo eben die Vertreter von der drei Waldstädte zusammengekommen sind, um sich da den Bund zu schwören, wo daraus die Eidgenossenschaft entstanden sind. Die Rütlianer haben sich selber verstanden als ein Bund von Schweizer, ungeachtet von den Kantonen. Also es ist, der ist schon entstanden in Genf, das waren Ostschweizer Handwerker, die dann in dem fernen Genf sich zusammengefunden haben. Und sie haben sich als Schweizer verstanden und nicht als Angehörige von einem Kanton. Wie man sie auch in Amerika hatte, oder, haben sich ja Schweizer dann wieder dort zusammengefunden und haben sich so in Schweizer Vereinen organisiert. So etwas Ähnliches war das. Sie waren Handwerker. Die Grütli-Ideologie hat beinhaltet, dass die drei Stände, der Nährstand, das sind Bauern, der Werkstand, das sind die Arbeiter, und der dritte Stand wären dann eben die, wie es hier heisst, die Wissenschaftler. Also gemeint ist die Studierten, die Gebildeten, die eben als Arbeitsinstrument ihren Kopf vor allem haben, die sollen sich zusammenschliessen und sollen gemeinsam ihre Interessen verfolgen. Und so haben wir hier eigentlich die interessante Kombination von Hammer und Sichel. Und das Dritte, der Intellektuelle, das würde dann ungefähr, wenn man jetzt die russische Variante nimmt, oder, wo ja Hammer und Sichel im alten Sowjetstaat haben ja die zum Emblem auf der Fahne gehört, oder, hat das eben das Zusammenschaffen von Bauern und Arbeitern sollen zeigen, unter der Führung von den Intellektuellen, und dort war gemeint von der Partei. In der Schweiz hat das ja insofern auch gestimmt, als die Führung von diesen Vereinen eben häufig bei Studierten gelegen ist, bei Anwälten oder auch Ärzten. Und mit der Zeit sind auch Arbeiter dazugekommen. Am Anfang hatte es im Grütli-Verein gar keine Arbeiter gehabt, sondern eigentlich nur Handwerker, die dann eigentlich so im zünftigen Rahmen geplant hatten, dass sie dann später selber mal Meister werden. Oder? Die Arbeiter sind dann erst mit der Zeit, so etwa von den 70er, 80er Jahren an, sind die immer mehr dazugekommen. Und das hat ja dann auch zu diesen Spaltungen geführt. Aber jetzt zum Dritten, die Hammer und Sichel sind in der Geschichte von der Schweizer Arbeiterbewegung eben nie so zusammengekommen. In der Schweiz ist es nie richtig gelungen, die Bauernschaft in den Eidgenössischen Bund zu integrieren. Die SP hat zwar auch immer Bauern gehabt, auch in den Parlamenten, auch im Solothurner Kantonsrat hat es unter den SP-Vertretern immer etwa Landwirte gegeben. Es waren Kleinbauern. Also Angehörige von der Kleinbauernschaft haben sich zur SP bekannt, aber das Gros der Bauern, also die grossen Bauern, Mittel- und grossen Bauern, die sind natürlich in den bürgerlichen Parteien drin gewesen, und die haben sich ja dann nach dem Ersten Weltkrieg losgelöst und haben sich in der BGB, in der Bauerngewerbe- und Bürgerpartei, organisiert. Nicht im Kanton Solothurn, da hat es praktisch nie so eine Abspaltung gegeben, sondern die Bauern haben sich immer in den beiden bürgerlichen Parteien im Freisinn, und bei der konservativen Partei haben sie sich heimisch gefühlt. Aber in der SP waren sie nur wenig vertreten gewesen. Weil die Kleinbauern auch wenig zu sagen hatten in den bestehenden Verbänden. Sie waren zwar eine grosse Zahl, aber sie hatten wenig Einfluss gehabt. Die waren unter der Leitung der Grossen gewesen. Und dann war es eben halt eine Tradition gewesen, dass man als Bauer ist, man nicht zur SP gegangen. Dann hat es natürlich auch noch eine,
noch einen ganz wichtigen Grund. Also die Politik von der SP ist von den Bauern natürlich als eine Konsumentenpolitik empfunden worden. Und dann war es leicht, hier Propaganda zu machen und zu sagen, die seien Feind von der Landwirtschaft, oder? Weil sie natürlich die Interessen von der Arbeiterschaft, und das sind ja eben Agrarkonsumenten, vertreten haben. Das ist natürlich der Hauptgrund. Die Grütlianer, die haben eigentlich in ihrem Vereinsleben eine grosse Rolle gespielt, natürlich die Bildung. Oder das steht ja auch, das war ihr Wahlspruch, durch Bildung zur Freiheit. Und das heisst, dass die Voraussetzungen zu einem funktionierenden demokratischen Staatswesen sind natürlich eben bildete Staatsbürger. Und wenn die Leute nicht über Bildung verfügen, dann können sie auch nicht mitreden im Staat. Das ist an sich eine Selbstverständlichkeit, aber das ist für sie eben wichtig. Wegen dem haben sie sehr viel in Richtung Bildung gemacht. Also Sprachunterricht, alles was eben zur Bildung gehört, ist bei ihnen wichtig. Das haben sie selber organisiert, haben solche Veranstaltungen gemacht, haben auch in ihren Zusammenkünften, haben sie immer Vorträge. Das hat man gehabt. Vom Grütli-Verein Solothurn gibt es sogar eine genaue Zusammenstellung von diesen Themen, die sie an den verschiedenen Sitzungen behandelt haben. Und das Zweite war, dass man auch eben Geselligkeit gepflegt hat. Das ist eben wieder das Heimweh-Element, oder? Dass man eben gesungen hat. Man hat aber auch Theater gespielt. Es hat Theatergruppen gegeben. Es hat Sektionen gegeben, die haben fahrbare Bühnen gehabt, wo sie dann auf die Strasse damit gehen, also Vorstellungen machen für die Leute und auch für ihre eigenen Mitglieder. Und dann das dritte Element war dann eben das Soziale. Das Ziel ist der Grütlianer, dass er kein Bürger darben müssen. Das Fabrikgesetz regelt ja die Arbeit in den Fabriken, also die Mindestalter etc., Fragen von der Arbeitszeit etc., vom Arbeiterschutz und all diese Sachen. In dieser Zeit war das eine umstrittene Sache. Natürlich hat sich das Unternehmertum, vor allem in der Ostschweiz, im Zürichgebiet, oder die Industriellen, die haben sich natürlich gewehrt gegen einen staatlichen Eingriff in den Arbeitsmärkten, in die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit der Begründung, das regeln wir schon selber mit unseren Leuten. Oder? Wir haben hier Verantwortung, wir schauen schon, dass es denen gut geht. Und haben das wegen dem abgelehnt. Es hat aber auch immer Unternehmen gegeben, und jetzt auch speziell hier im Solothurnischen, zum Beispiel Karl-Franz Balli, der hat zum Beispiel als Unternehmer zu den Befürwortern vom Fabrikgesetz gehört, ist auch bei den Grütlianern immer wieder eingeladen worden als Referent. Und hat mitgeholfen, dass es hier im Solothurnischen angenommen worden ist. Hat das gefördert. Aber das hat dann innerhalb von dieser Mitgliedschaft der Grütlianer hat das langsam den Konflikt zwischen den Arbeitgeber und Arbeitnehmern freilegen, oder? Der am Anfang ja nicht da war. Die Grütli-Vereine sind ein Teil des Freisinn. Die haben zum liberalen Verein gehört, wie die zuerst geheissen hat. Eine freisinnige Partei im heutigen Sinn gibt es ja erst seit 1894. Damals hat es einfach so sogenannte liberale Vereine gegeben. Und die Grütli-Sektionen, die waren Mitglieder, also Kollektivmitglieder von diesen liberalen Vereinen. Und jetzt mit der Entwicklung der Industrie klafft mit der Zeit immer deutlicher, man könnte es ein bisschen plakativ sagen, der Klassengegensatz auf. Also, gibt es immer mehr Problemstellungen, wo man anders anschaut, wenn man Eigentümer von einem Betrieb ist, als wenn man nur angestellt ist. Gerade jetzt zum Beispiel die Lohnfrage, oder? Arbeitskosten, alles was Arbeitskosten sind, schaut der Arbeitnehmer anders an als der Arbeitgeber. Und in dieser Fragestellung, in diesem Problemkreis, das liegen die Ursachen von dieser Trennung von der späteren Sozialdemokratie, eben vom Freisinn. Aber das ist ein Prozess, der sich über mehrere Jahrzehnte hinweg allmählich vollzieht.